Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, dem Erik 556, unsere Geschichte.de. Heute mit Motto 1404. Willkommen. Genau. Heute sind wir mal wieder hier als Crime in unserer Farm unterwegs, aber mit der besonderen Challenge, dass ChatGPT uns sagt, was wir heute hier in unserer Farm zu tun haben. Und, genau. Dann wollen wir doch gleich mal schauen, was ChatGPT uns als erstes vorschlägt. What it really means to live like golden. Yeah, we're golden. So, dann wollen wir doch glatt mal schauen, was ChatGPT uns als erstes hier rauswirft. Okay, ChatGPT sagt als erstes, begehe mindestens 3 große Raubüberfälle. Das heißt, das sind in dem Fall jetzt hier in EH die 2 großen Container und die Bank. Und genau, das machen wir jetzt. Ein Dealer befindet sich hier geradewegs vor uns an diesem Haus. Und dann, genau, können wir uns erstmal 3 Bomben holen und dann werden wir die jetzt glatt mal hochspringen. Mein Internet ist anscheinend nicht ganz so schnell heute. Ich hoffe, das ist aber kein Problem. Da ist ein Minion, okay. Eine Wassermelone und ein Eichhörnchen. Was ist hier heute schon wieder los? Gut, mal, dann steigen wir in mein Auto ein. Oh Gott. Hilfe. Die Melone hat mir Stopsticks gelegt, die war Polizei. Weg, 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 weg. Ja, die Melone konnte mich nicht mehr kriegen. Ich konnte erfolgreich nicht flüchten, weil dieses Fahrzeug absolut unfahrbar ist ohne Reifen. Okay, es wird versucht kaputt zu schießen. Mich verfolgt nur das Auto. Hilfe. Ich muss mal schnell zum ADAC. Bist du inzwischen jetzt aus dem Knast wieder draußen, Herr Motte? Mhm. Okay. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ich bin beim ADAC, falls du mich suchst. So. Falls ich dich suche, wenn ich hinter dir bin. Achso, du bist der Teig hinter mir. Wunderbar, es wäre nett, wenn du mich vielleicht reinlässt, weil die Wassermelone da ist auf dem Quatsch schon wieder hinter mir. Ja, schieb mich doch noch mehr, dass ich mich verkeile. Ach Mann! Ja, jetzt werde ich wieder gecuffrushed. Nein, hallo! Ich habe keine Waffe dabei, da kommt ein Essikala, Hilfe! Ich will doch nur die Challenges von ChatGPT durchführen. So, okay. Durch das Fahren konnten wir die Wassermelone runterschieben. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, fahren wir direkt mal zum Hafen. Problem, 3 große Räuber sind die 2 Container und die Bank. Ich habe keine Waffe. Naja gut, am Schiff angekommen sehen wir erstmal einen Bär. Alles klar. Nee, wir... Genau, nee, wir gehen jetzt erstmal hier zum Container, denn das ist jetzt das Erste, was wir heute sprengen müssen. Ich werde vom Bär geschlagen, alles klar. Wunderbar, dann wollen wir doch gerade mal hier alles collecten. Und dann haben wir schon 1 von 3 großen Räumen dann hier schon getan. Sollen wir mal ein paar Drinks mitnehmen, man weiß ja nie, wann man sie gebrauchen kann. Und dann geht's auch gleich weiter. So, einmal alles collecten. Okay, da wurde es mir vom Berg geklaut, der mich die ganze Zeit haut. 2 ja. Erst 4. Okay, da ist eine Waffe drin, kann ich die haben? Yay. Ich habe eine Waffe, okay, das reicht mir, den Rest können wir... Warum habe ich die Machete eigentlich Ne, fetter Leon aus. Ja, super. Okay, jetzt wurde ich. Ja, wow. Okay, hab keine Energie. Wird von dem einen. Der eine kommt plötzlich von der Seite. Der andere ist ein Riesen. Egal. Hilfe! Aber wir haben 2. Also, wir haben auf jeden Fall schon den zweiten aufgeschossen. Ich glaube, wir hätten nach einem Container erst wegfahren sollen und danach den zweiten machen sollen. Statt direkt auf den zweiten zu gehen ohne Waffen. Das war sehr klug von mir und von uns, eher gesagt. Jetzt werde ich natürlich in RS4 gesetzt und wahrscheinlich zum Knast gefahren. Ja. Erstmal eine M4 holen, weil die im Discount ist. Und eine Bombe, weil eine Sache müssen wir ja noch sprengen. Und das ist jetzt in dem Fall die Bank. Das heißt, wir werden da jetzt als nächstes reinmarschieren und mal gucken. Ich habe langsam kein Geld mehr. Ja, und mal gucken, dass wir irgendwie die gesprengt bekommen. Und ich kann mein Auto hier nicht mehr wegbewegen. Warum? Jetzt. So, jetzt komme ich hier rückwärts wieder raus. So. Und genau. Dann einmal in die Bank, würde ich sagen. Und, ja, auf geht's. Fahren wir einmal mal rüber. Was ist hier in der Bank los? Warum hält... Ein Emote ist Polizei? Gott, oh Gott. Ich werde getailt. Nicht schon wieder von diesem großen Ding. Ja, wie soll ich denn auch diese unfassbar große Hitbox treffen? So, dann wollen wir doch glatt mal wieder eine M4 kaufen und direkt wieder eine Bombe, dass wir die Bank sprengen können, weil die fehlt uns ja jetzt noch, damit wir eine neue Challenge von ChatGPT annehmen können. Genau, und jetzt würde ich sagen, fahren wir erstmal zur Bank rüber und dann sehen wir weiter. So, ich werde von einem Tiger mitgenommen, perfekt. Wollen wir erstmal in die Bank gehen und nicht die Straftaten sehen, sondern unsere Rüstung anziehen und dann erstmal hier reingehen und schauen, ob die Bank denn für uns verfügbar ist. Jo, ist sie sogar, geil.
Sehr gut, dann wollen wir doch glatt unseren dritten Raub tun und zack, gesprengt und rein in die gute Stube. Vor der Bank wird auf jeden Fall einiges geschossen. Dann wollen wir doch glatt jetzt erstmal hier die ganzen Goldbarren einmal mitnehmen. So, dann nehmen wir die mit. Ich place gleich schon mal die Leiter, dass wir oben rauskommen. Oder wollen wir vorne rausgehen? Was denkst du, ist besser, Mutter? Okay, doch nicht. Alter, Gott, da steht Polizei. Ja, hab's gesehen. Ja, wenn du dich noch weiter in die Ecke stellst, ist es schwierig zu treffen. Okay, er ist down. Okay, er ist. Oh, da kommt noch mehr Polizei, Da ist gerade noch ein Polizist rein. Aber der wird hier schon tatkräftig von den Rest da geschlagen. Und da geht er wieder raus. Na, ja, warte mal, den holen wir. Ja, okay, der ist down. Da kommt ein normal. Wir könnten vorne rausgehen. Ich gehe jetzt auch vorne raus. Ja, ich auch. Und ganz schnell wieder, schnell in unser Fahrzeug wieder rein, bevor jetzt noch mehr Polizei auftaucht. Und dann wollen wir doch dann gleich mal wegfahren, uns einen guten Spot suchen und kurz an ChatGPT schauen lassen, was wir denn noch zu tun haben an Aufgaben. Und dann würde ich sagen, fahren wir doch erstmal hier zum Dealer hier runter. Der hat nämlich da können wir nämlich unsere Goldbank aus der Bank gerade jetzt verkaufen. Okay, ChatGPT hat für uns tatsächlich sogar den nächsten Auftrag parat. Und zwar lautet das nächste Ziel für uns jetzt: Führe 3 verschiedene Verbrechen durch, ohne dabei von der Polizei entdeckt oder verfolgt zu werden. Also wir dürfen gar nicht verfolgt werden von der Polizei. Ansonsten sind wir halt echt, haben wir die Challenge nicht bestanden. Und mal gucken, ob das so gut funktioniert. Und dann würde ich sagen, können wir auf jeden Fall gleich anfangen damit. Und dann steigen wir doch glatt mal in unser Auto ein. Und fahren erstmal irgendwie zu Kassen oder sowas. Wir können mal 2 Kassen machen und dann schauen wir nochmal beim Container vorbei. Genau. Dann einmal hier zu Gas & Go. Die ist ja direkt hier um die Ecke. Und genau, dann können wir hier einmal, erstmal aus dem Auto fallen. Nee, das wollte ich eigentlich nicht gemacht, weil Polizei steht ganz viel über Bank. Ja, das ist ja die schöne Challenge dabei. Wenn die ja eh bei der Bank steht, ist es ja sogar gut, weil dann haben wir nochmal einen höheren Schwierigkeitsgrad, dass die Polizei, sie darf uns halt nicht entdecken und sie darf uns auch nicht verfolgen. Die darf nicht wissen, dass wir das waren. Und das ist natürlich auch nochmal etwas schwieriger an der Stelle. Aber wir schauen einfach mal, was wir machen können. Wir rauben das ganze Zeug jetzt einmal hier aus und nehmen das Ganze mit. Am besten ohne von der Polizei entdeckt zu werden. Ja, okay, das war's dann aber schon wieder mit der... Ja gut, ich würde sagen, das ist mal sowas von schief gegangen. Die Polizei ist direkt hier und hat uns direkt entdeckt. Okay, die Challenge haben wir auf jeden Fall direkt schon mal nicht bestanden. Die Polizei kam direkt schon hier an. Okay, hier wird rumgeschossen wie wild. Also, wir haben die Challenge nicht bestanden und genau, dann schauen wir doch glatt mal, was ChatGPT uns als nächste Challenge denn jetzt hier so vorschlägt. Und genau, dann wollen wir doch glatt mal schauen. So, ChatGPT hat eine neue Challenge für uns. Und zwar, begehe 3 Raubüberfälle, wobei du nach jedem Überfall einen Zivilisten in Not hilfst, ohne von der Polizei erwischt zu werden. Ja, wir müssen das jetzt aber leider ein bisschen umfunktionieren, weil das so in EH nicht ganz funktioniert. Also, wir können keinen Zivilisten in Not helfen, weil wir wissen nicht, wer wirklich in Not ist. Also, wir müssen das so umfunktionieren, dass wir jetzt Kassen ausrauben und diese Kassen, je nachdem wie viel Geld ich dadurch verdiene, dass wir das an random Leute schicken, die hier auf dem Server sind. Und davon machen wir 3 Stück. Let's go. Und damit würde ich anfangen, ohne dass uns halt die Polizei jetzt feststellt. Und deswegen, genau, erstmal zum Toolshop. Der ist ja direkt hier um die Ecke und das ist ja absolut kein Problem für uns. So, wie viel Geld habe ich eigentlich schon in der App, dass ich weiß, wie viel ich weiterwenden muss? Also 5,7k habe ich ungefähr. Das heißt, alles, was da drüber ist, müssen wir sozusagen jetzt mal draufrechnen. Ja! Oh nein, ein Disco-Passat, was ist das denn hier? Ein Disco-Passat hat mein... Ach, mit deinem Auto. Ein Disco-Passat hat mein... Hat die Katze weg... Alter! Hilfe! Okay, alles klar. Erik, mein Auto lädt jetzt komplett. Nein, mein Auto ist weg. Oh nein. Hacker-Problem. Oh nö. Aber ich habe 9k, also wir rechnen jetzt mal, wir runden das Ganze. Also von 5k auf 9k sind in dem Fall 4k. Klar, hier fliegen Autos in den Himmel. Also, das heißt, wir gehen jetzt auf die Bank-App und, keine Ahnung, einfach den da oder sowas. Und müssen dem jetzt, wie viel waren es? 4k, ne? 4k überweisen. Und, bin tot, wurde gesniped. Ja, okay. Ich habe gerade random Person die 4K schon mal überwiesen. Also einmal haben wir es auf jeden Fall schon geschafft. Ah, da werden wir gesniped. Okay, ich sehe es. Okay, einen Headshot habe ich getroffen bei der Person auf jeden Fall, die uns hier so ein bisschen Probleme macht. Ja, Problem ist, ich habe meine Rüstung nicht an und die schießen mich halt an, ne? Das ist halt das andere Problem.
Egal, wir sollten sie aber eigentlich down bekommen. Okay, Hacker macht hier Party. Einen habe ich down. Einen habe ich down gekriegt. Der andere läuft da hinten wild rum. Da springt mir aber noch einer vor die Waffe und ich treffe ihn nicht. Ja, ein paar mal kleine Hits getroffen. Oh, er hat mich getroffen, aber ich habe ihn down gemacht. Perfekt. Mein Auto ist jetzt ein Südbagdad, dank dem Hacker. Und er schießt hier weiter Leute in den Himmel. Okay, mein Auto ist nicht mal mehr auf der Karte. Es ist aus der Karte geglitscht. Ja, okay, geil. Ja, gut, das heißt, wir laufen jetzt erstmal einen halben Marathon wieder zurück zum Autohändler. Okay, wir haben unser neues Auto. Hier steht immer noch der wilde Passat auf jeden Fall rum. Na gut, wir lassen den jetzt mal sein, wie er sein will. So, ich hatte hier auch noch den Crime mit dabei gehabt, glaube ich. Und dann können wir auf jeden Fall weiterfahren. Gut, dann müssen wir irgendwie eine neue Kasse finden. Das bedeutet, wir fahren zu Ares. Und das ist dann für uns die zweite Kasse. Kann ich schon wieder Geld senden? Ne, in 20 Sekunden. Aber bis dahin haben wir ja auch wieder hier die Kasse aufgemacht. Hat sich jemand um mich kümmern? Ja, wo bist du denn? Dann können wir dich auch gleich abholen. Bei Tushop. Ah, okay, ja, dann holen wir dich da gleich ab. Ich collecte schon mal das ganze Geld. Ich muss nur gucken, bei welchem ich in der App bin. Okay, 9K. Das heißt, alles über 9K wird jetzt draufgerechnet, weil sie jetzt hier einsammeln kann. Ich darf natürlich nicht von der Polizei festgenommen werden, das ist jetzt die Challenge, während ich das Ganze hier mache. Und genau, dürfte aber in der Theorie nicht passieren. Ob es in der Praxis passiert, das weiß ich leider nicht. Aber das finden wir jetzt ja gleich heraus. Also, okay, Polizei ist anscheinend noch nicht da, das heißt 10K, das heißt 1K leider nur. Ich runde das Ganze, ich mache das jetzt nicht unbedingt super genau. Warte, bei dem war ich schon. Ja, keine Ahnung, der da. Und dann muss ich dem jetzt den 1K aus dem Dings senden. So, okay, das ist gesendet. 2 von 3 haben wir in dem Fall jetzt auch wieder gemacht. Dann würde ich sagen, holen wir als nächstes einmal den Herr Modo wieder ab. Und dann können wir auf jeden Fall unsere Challenge weiterverfolgen. Und da müssen wir nur noch eine Kasse machen. Hier liegen noch die 2 Crimes. Ach, du bist hier auch down. Oh, oh. So, dann würde ich sagen, fahren wir doch glatt mal weiter zu Osso, weil die ist ja hier ungefähr fast um die Ecke vom ARC aus gesehen. Und genau, dann, die ist ja gleich hier hinten und dann können wir auch dieses Geld dann weitersenden. So, okay, da kommt der Hacker-Passat wieder angeflogen, Hilfe. Kann ich schon wieder Geld senden? Ja, ich kann wieder Geld senden. Und gut, dann können wir das glatt nochmal hier aufmachen, hier die ganze Tankstelle. So, einmal aufrauben bis ausrauben. Ich mach sie zu. Einmal ausrauben und genau, dann können wir schauen. Okay, also wir haben 1K auf jeden Fall schon mal. Mit dem hier oben sind es auf jeden Fall 2K. 50, das sind 300 und das sind nochmal 400. Okay, also 1,4K in etwa. Okay, da fliegt mein Tiger wieder um die durch die Gegend. Dann sende ich mal random Leuten einfach, keine Ahnung, 1,4K waren das jetzt aus der Kasse. Nicht 14.000, 1,4K, so, bitteschön. Hat eine random Person 1,4K gesendet. So, dann können wir einmal weiterfahren. Damit ist das, und damit ist die Challenge somit abgeschlossen. Also wir haben auf jeden Fall bis jetzt geschafft. Eine Challenge, die erste Challenge haben wir bestanden, die zweite haben wir nicht bestanden und die dritte haben wir bestanden. So, meine lieben Freunde, das war's mit dieser Folge. Natürlich hoffe ich, hat sie gefallen und natürlich sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn sie wieder heißt, wir spielen Dorf Hamburg und bis dahin, ciao! So, wie ich sehe, hat dir das Video also gefallen und wenn du mehr davon sehen willst, dann klicke gerne hier.